Ja, Leute, herzlich willkommen in und auf Hearthstone Arena. Ich bin DC Steve und Euer Akshasa. ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir pirschen uns langsam weiter an die Beute, aka den 12 Siegen heran. Mal gucken, ob wir vorher abgeschossen werden oder ob wir unser Ziel erreichen. Ja. Mann, welch eine Einleitung. Ja, wir werden hier immer kreativer. Und irgendwann, wenn wir die 12-7 den Deck schaffen, werden wir irgendwie Faust zitieren. Welches Zitat du auch immer meinst. Oh, Mirror, das ist ja. Ich glaube, wir haben das bessere Deck fürs Mirror, weil wir bessere Männer haben im Sechser, Ja, glaube aber er hat vielleicht mehr an nicht zu hauen. Gut, stimmt. Ja, wir keepen das Kukulist und den Buzzard und die kommen weg. Genau. Gut. Sprengpfeiler kann Top oder Flop sein. Das ist immer. Oh, Oh, wie geil ist das denn? Alter. Wie gut ist das denn? Also komm, ganz ehrlich, jetzt ist sie An der wirklich Stelle nimmt groß. ihr uns jetzt aber wahrscheinlich schon nicht mehr ernst. Das ist das nächste Vorteil. Wisst ihr, die Karte ist deswegen gut, weil euer Gegner euch ja nicht mehr ernst nimmt. Und er wird vielleicht schlechter Genau. spielen, Ihr ja. könnt nichts. Aber er packt auch nicht so die besten Karten. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt ein Mana, zwei Dreier gelegt. Das ist fast so gut wie ein Mana-Würmer, ne? Aber Und wir dass der Mana-Würmer überlegen, noch weiter wachsen kann. Ich wir. würde schon die Falle legen, oder? Ich meine, Was? dann kriegen wir den in zwei Runden halt tot, den Schildträger, ne? Aber wenn wir. So, aber auch wenn wir jetzt einfach das Krokodil jetzt Ja, legen. aber ich will halt nicht. Ich möchte schon Ja, na gerne. gut, dann legen wir das Kukulis. Ich möchte halt unbedingt mal diese dumme Secret Keeperin da buffen mit der Sprengfalle. Das Geile ist, wenn er Sprengfalle legt, ja. Krass. Oder Snipe. Sieht da jetzt einer gut. Oh, es war sogar echt besser, dass wir die Sprengfalle nicht gelegt haben. Ja. Oh Mann, Schuss Ja. relevant wird, ey. Mein lieber Mann, Schuss relevant, das hätte ich nicht gedacht. So. Ja. Wir können schwer nicht die Sprengfalle legen, wie doof ist das eigentlich? Ja, irgendwie nicht so richtig, ne? Ich glaube, wir müssen schon Ja. eher so Golem dann legen. Ja, Wir irgendwie schon. wollen mit den beiden da draufschlagen und Golem legen. Genau. Ach toll, jetzt wird er den Ziegelskipper einfach abrüsten, nur dass er auch gemacht hat. Gut, er hat immerhin zwei Schaden auf den, hier nach diesem Zollenschildträger gemacht. Oh, Wow. Wahnsinn, ja. Das ist ja der Oberhammer. Ja. Vielleicht ignoriert sie sie auch einfach, weil es einfach ein 1-1er ist. Das kann auch sein. Ich glaube, der wird sogar eher den Kokolisten wegmachen, ja. Und dann können wir Sprengfall legen und mit unserem 2-2er dann den 2-4er töten. Also den 2-2er von ihm. Nö. Schade. Es war ihnen zu heftig, diese Karte. Ja, ist einfach zu schlimm. Könnten Buzzard und Hyäne machen? Nee, das ist aber nicht gut. Nee. Aber hier, wir wollen, denke ich mal, auf jeden Fall die Hyäne legen. Und dann den Leoc töten, oder? Müssen wir ihn töten? Wir können ja einfach nur mit dem Golem draufschlagen. Ja, Ja, schon, weil sonst kann er die nee. Hyäne mit der Spinne da Wir müssen tauschen, mit ne? beiden draufschlagen, ne? Ja, Ja. genau. Aber vorher legen wir die Hyäne. Ja, genau, damit die gepumpt wird. Ah, schade, jetzt wenigstens Glück, der sogar echt gut gewesen, hätte er wirklich das Krokodil weggemacht. Also, keine Ahnung, also ich hätte es eher um Handmaster als um irgendeinen Kunstsekret herumgespielt. An Und seiner dann. Stelle. Ja, dein Ja, Schuss ist. Schuss. Ja. Ja. Also Sprengfall, das hat Quatsch, weil. Wisst ihr, was krass ist? Ich glaube, während wir diesen Draft hier aufnehmen, werde ich gerade krank. Das ist schlecht, Ja, ja. also ich merke das schon. Deswegen war ich vielleicht auch in dem einen oder anderen Video auf einmal etwas leiser, weil ich Kratziger. gemerkt habe, dass irgendwie das Kratzen so meinen Hals ansetzt und. Jetzt kommen so die ersten Anzeichen, dass ich mal schnauben möchte. Während wir hier gerade aufnehmen, seid quasi live dabei, wie ich krank werde. Aber gut, während ihr das seht, ist das Leben nicht vorbei. Das hoffen wir aber mal, ne? Ein Kollege von mir hat irgendein Fieber, dessen Namen ich mir nicht merken kann, weil das einfach zu lang ist, dieses Wort, das dann irgendwie 2 Monate lang anhält. Was ich ziemlich krass finde. Danke, Yay! danke. Und Der epische der AMG. epische. Oh. Puh, AMG-Gott hat nice. geholfen, ja. Immerhin das. Dafür, dass wir einmal gegen den Magier, glaube ich, so schlecht dann gescored haben. Ja, Sprengfalle und Schuss. Sehr schön.
Schade, ey, dass wir den Secret Keeper nicht buffen konnten. Ja, Ich warte noch aber auf den Moment, an dem wir das tun, ne? das machen wir in dem Match, wo wir unseren 12. Sieg holen. Genau. Ja. Grizzly. Mehrfacher Ja, Schuss. das ist ein guter Multishot, ne? Und früher hat er ja mal irgendwie auch gebufft, wenn vom Gegner euch ein Wildtier zerstört Genau, wurde, das wollte ja. ich gerade sagen. Früher hat er auch gegnerische Wildtiere gefressen, das war total lächerlich. Also das war schon ziemlich albern, weil dann hätten wir jetzt für 8 angegriffen mit der und das Game sieht eh schon super gut für uns aus, unser Anti-Vir ist auch sehr toll. Ich glaube, das, weißt du, was das Geile an der Sache ist? Jedes Mal, und ich mache jetzt seit 2 Jahren, über 2 Jahren Videos, frage ich mich, sieht man das gerade im Video? Nein, man sieht es nicht. Aber indem man es jedes Mal sagt, Bemerken die Leute das schon, ja, ne? genau, das ist so, aber es geht nicht nur mir so, das weiß ich, also das ist Achso, so, okay. Ich finde es halt schade, dass wir nicht Mehrfachschuss und passerfüllte Spiele machen können. ich bin gerade aber in der Situation, wo ich eigentlich jeden Zug den Pfeil benutzen möchte, weil er schon so weit runter ist. Achso, also dann die hasserfüllte Schmieden, Pfeil ins Gesicht und Hähne ins Und Gesicht. ja, ich würde das Können wir ganz auch gern machen. aggressiv runterspielen, einfach. Ja, ja gut, Kantamöhre ist halt einfach Tempo, ne? Und es geht vor allem um die Lebensroute da und ja, du hast recht. So, mit der Sprengfalle ist er nämlich effektiv nämlich schon auf 10. Stimmt, wir haben noch die Sprengfalle, dann hätten wir Ja, ganz vergessen. genau. Wir sind effektiv schon, haben wir ihn schon auf 10 gehauen. Genau. So, Und das wir haben noch heißt. zwei Kill-Commands im Deck. So. Er greift uns da echt ins Gesicht an, krass. Super, gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Ich glaube, ich hätte hier abgerüstet an seiner Stelle. Ja, aber es ist gut. Vielleicht hat der Angst vor irgendwas gehabt, vor Schlangenfalle, aber ja. Es hat eine Epic, ne? Wie wir Ja. schon sagten, um Epic spielt man halt nicht herum, also spielt halt eher um Kamms herum. Aber jetzt. Ne, wir haben nicht ganz gewonnen. Jetzt hat er vermutlich die Sprengfalle, deshalb werden wir das auch zuerst mit der Hyäne in den 4-1 angreifen. Genau. Ja, mit der Ja, und hasserfüllten Schmieden. und das ist das Grund, warum Snipe nicht gut ist. Wir haben angegriffen. Es kann auch die Sprengfalle sein oder halt Snipe eben, ne? Genau. Na, es kann, es ist. Genau. Dann gehen wir jetzt ins Gesicht. Genau, die Sprengfalle macht jetzt leider 3 Schaden, aber. Ach, wir Aber, hätten schon einen waren wir Deckelshot blöd. machen Ja, sollen. wir hätten den Schritt machen sollen. Oh Gott. Schade. Es kann sogar entscheidend sein, gerade weil er jetzt mit Kill Naja. Command, dem ich den kaputt machen kann. Ja, Machen stimmt. wir natürlich einen Schuss, aber trotzdem. Ja, klar, trotzdem. Dann haben wir eben halt gezeigt, dass wir das schlecht gespielt haben. Oh Mann. Mein Gott. Us einfach hinlegen. Und Schleim hinlegen, oder? Ja, genau. Us, weil wir dann einfach zwei Kreaturen haben, die Diesel sind und dann logisch den Kill-Command verlieren. Genau. Wir müssen Und uns jetzt ich ein. denke an Lichter Hound, dass er jetzt einen Hund mehr bekommt, ist einfach egal. Ja, das war gerade schlecht gespielt. Naja, es war nicht so optimal. Vor allem, ich habe sogar gesagt, das Ding macht 3 Schaden, Ja, trotzdem greifst du an. das sind so diese so, weißt du, okay, wenn ich jetzt diesen Move mache, verliere ich. Okay, gut, dann mache ich das jetzt mal. Oh, ich Ja, habe so verloren. ungefähr. Ja. Ich hab das Einfach mal neulich. zu überlegen, wie man es besser machen Ich könnte, ne? habe neulich in einem Turnier gegen Combo Schurke, also neulich in Anführungszeichen, ne? Okay. Und ich wusste an der Stelle, ich kann ihn jetzt so weit bringen, dass wenn er 3 Karten ziehen würde, er sich umbringen. Und das wäre genau zweimal Backstab mit Leroy. Okay, gut. Also muss ich ihm jetzt so viel Schaden einfach zufügen. Okay, mache ich das mal nicht. Go. Ja, Das ja. sind so diese Und Braindead-Momente. was ist? Er musste 3 Karten spielen, um mich auch umzu. Musste wirklich 3 Karten ziehen, um mich umzubringen. Ja. Ja, Mensch, ne? Ärgerlich, auf jeden Fall. Ja, ist halt. Ja. Also sprich, er hatte keine Karten mehr und hat einen aktiven Goblin gehabt. Ja. Ja, gut, So. Goblin ist halt. Oh, wir sind nicht sofort tot. Das ist ein bisschen blöd. Dunkleinswerk, Ich aber. überlege gerade. Doch, nee, er geht auf 1 dann. Er geht dann auf 1. Ja, yes, ist okay, ihn auf 1 zu haben. Ist Die legitim. Frage ist. Ja, wir wollen den tödlichen Schuss auf jeden Fall machen, von daher machen wir das Ja, so. ja. Ja, Doppelbutzert wäre lustig, aber. Braucht man gerade Kein Risiko eingehen. Jetzt haben wir schon einen Seher schon gesehen. Jetzt müsste er ja na. nochmal einen Heiler haben. Oder diesen 5-4er, der irgendwie für 4 halt in den Spiel kommt, den finde ich zwar so schlecht, aber irgendwie sehe ich ihn recht oft. Mama Also. muss ihn manchmal einfach picken.
Also er Ja, ist noch. weil einfach nichts Besseres drin ist. Ja, Und und mein Gott, es. vier Leben können einmal retten, Und ne? es gibt tatsächlich noch deutlich Schlechteres. Mit der 4 Ja. hinten ist er auch sicher vor Two-Drops, so blöd das klingt, weil ich Naja. hasse Karten ab 4 Mana, die von Two-Drops abgerüstet werden. Ja, Das ist das fühlt so. sich mal so schlecht an. Und es gibt einen Haufen 5-Mana-Karten, die aber von Two-Drops abgerüstet werden. Genau. Und ich Und. meine, er, diese Heilerin da, die rettet jetzt einen halt auch einfach gegen aggressive Decks, die halt einen gerade so auf Burn Rage gebracht Genau, haben. richtig. Und sie kann danach. Oh, der ist gut. Ja. Reicht zwar nicht, aber der Reicht ist zwar nicht, gut. genau, weil jetzt kann er unser Board noch clearen. Er hat halt nicht unser Hero-Power abstellen. Das ist halt eben der Grund, warum man im Jäger, wenn man immer aggressiv sein möchte, Ja. dann einfach ganz was machen kann. Genau. Und ja. Ein Schuss, ein Treffer. Hurra! Ja, das war das Mirror Match. Und wenn ich diesen Epic Bogen da sehe, würde ich sagen, der hat das bessere Deck gehabt. Na Aber gut, da hat uns keine Hochmänner gezeigt, ne? wir haben ihn auch keine gezeigt. Ja gut, aber wie wissen die, dass sie sie haben? Wir wissen nicht, ob er Fähigpeche hat, also von daher ist das jetzt. Also wir haben auf jeden Fall Na von ihm eine gut. bessere Karte jetzt gesehen als jetzt wir sozusagen. Also Ja, das der mag Bogen ist schon sein. ziemlich gut. Sagen wir es Ja, einfach das so. ist einer der besseren Epics, definitiv. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich war DSD Steve und Euer Akshaza. wir würden uns über einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschüss.